So, herzlich willkommen an die Zuschauer, auch auf YouTube. Wir sind drinnen mit dem Zauberstab bewaffnet in Hogwarts Legacy. Es ist soweit, ihr könnt das Leckermäulchen wieder in 2K auf YouTube genießen. Jetzt machen wir hier unseren Charakter. Da will ich jetzt gar nicht so viel rumbasteln. Eigentlich würde ich fast tatsächlich denselben gerne hinkriegen, den ich beim Event hatte. Ja, genau, der war das. Das Grundkonstrukt. Ja, also wirklich optisch, dafür, dass ich jetzt Performance-Modus habe, kann man nicht meckern. Die Haare, schwierig. Oha, mashallah. Wir haben einen, wir haben diesen Test gemacht, um unser Haus zu finden, und es kam bei mir raus Ravenclaw. Lange Haare bei Männern auch manchmal fresh. Welche Frisur hatte ich nochmal? Die, oder? Sieht irgendwie recht ungewöhnlich aus. Mach Glatze? Nee, nee, nee. Die finde ich fresh. Narbe? Unbedingt diese Narbe. Finde ich ultra geil. Gesichtsfarbe. Blitznarbe gibt es, glaube ich, mit Absicht nicht. Ich glaube, das war in der Mitte, ne? Nee. So. Ja. Sommersprossen, Muttermale. Oh, hat was. Ein bisschen, oder Chat? Auf süß. Augen, Mimaugen. Boah, sieht das krass aus. Ohoho. Wow. Klar könnte man da was extrem Außergewöhnliches nehmen, aber ich glaube, ich nehme die braunen Knuddelbäraugen auf Realismus angelehnt, weil die habe ich selber auch. Ah, die haben mir eigentlich gefallen, hier mit dem Cut drinne. Stimme. Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Das war gar nicht schlecht. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Von mir aus kann's losgehen. Boah, die Frauenstimme ist mega gut, Mann. Retalk. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts. Wunderbar. Das war gar nicht schlecht. Ah, das habe ich in so Reviews gehört, dass die ganz dunkle Stimme sehr, sehr blechern sein soll. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen.
klingt irgendwie nicht. Also die einzige Stimme, die realistisch das klingt, ist die normale. Leben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Von mir aus kann's losgehen. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Es war wunderbar. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nicht. Das war gar nicht schlecht. Komisch. Ich weiß gar nicht, ob es Trophäen gibt für schwer. Ich glaube, ich starte den Aal erstmal auf normal und gucke dann, wenn es zu leicht ist, mache ich hoch. Gibt es Trophäen für schwer? Oder wir können auch direkt schwer probieren. Ach, der Chat wieder. Direkt am Nerven. Vorname. Verpiss dich, Raphael. Jeder wird sich Potter nennen, aber egal. Carsten! Potter! Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Angst, Potter! Wir haben unsere neuen Zauber sicher. Boah, das Game sieht gut aus. Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauber aus zweiter Hand gewöhnt. We in! Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Ah. Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Das habe ich schon gespielt. Und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Wir sehen... Das Tier noch nicht. Auch so ein geiler Name, ne? Wo ist noch Avalanche ein Ding? Bei Avengers? Woher kennt man noch Avalanche? Das ist irgendeine Gruppierung in irgendeiner Serie oder so. Oder in irgendeinem Spiel. Ach, Final Fantasy 7 natürlich! Twitch-Chatweise! Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Wir sind Carsten Potter! Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor.
Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Ich glaube, die manche nennen sich Beatrix Strange. Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock ist. Neuer YouTube-Kanal. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, es ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Boah, die Grafik ist wirklich Big Baba. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte. Spiel ein bisschen lauter, Chat. Es ist die Geleichnisübung. Hier. Eule, aber ohne Korrespondenz. Wichtig ist immer, dass halt im Kämpfen ihr mich noch gut hört, ne? Um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Hey, Mozart! Das Symbol. Der echte Mozart. Leuchtet da. Danke für 10 versteckte Naschis. Ich auch nicht. Danke, danke, danke. Lass mal einen Sub-Bomber steigen, ein paar Sub-Bombs regnen. Willkommen an die 10-9. Naja, bei ihm geht's auf. Wahrscheinlich. Old Magie Magic. Einmal sehen wir die Tressale, weil wir den Tod gesehen haben. Testrale. Der Schlüssel! Ich bin echt sehr zufrieden mit der Grafik. Wir haben wieder 2K Upscaling auf 4K in flüssigen 60. Das ist absolut, absolut Baba. Irgendwann nativ 4K nehme ich auch mit, aber oder mit 2K bin ich auch zufrieden. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Okay, unten rechts ist unser Leben, also machen wir mal hier. Dieser Mega Power Trank bringt sie schnell wieder auf die Beine. Mega Power Trank. Ein Level Up Hydration Drink. Nein, die Olga. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Ich glaube, es ist noch hier... Oder warum? Wenn wir uns schnell drehen, das so verschwimmt, oder? Ein bisschen. Oh mein Gott, Digga, ich war so hyped auf das Spiel. Jetzt ist es einfach da! Beat! Und im Februar kommt einfach auch noch Atomic Hearts raus. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Happy Tricks. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben der Sie? Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen.
verblasst er auch sein mag. Oh. Auftrag gestartet, der Weg nach Hogwarts. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Na, man kann ja noch die Mission so größer sich anzeigen lassen. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet. Oder in klein. Und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Nutze deine Kamera, aktives Ziel auszuwählen. Soweit so logisch. Das ist quasi der Zauber-Auto-Attack. Das war etwas häufiger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Erstmal ein paar unschuldige Vasen hops genommen. Okay, gucken wir mal ganz kurz, ob wir die Bewegungsschärfe ausstellen können. Hier müsste er irgendwo sein, oder? Bildschirmkalibrierung, Bewegungsunschärfe aus. Schärfentiefe. Filmkörnung. Das beides lasse ich mal an. Ah, direkt viel besser. Da oben. Okay, in der Luft kann man nicht zaubern. Oh, Loot. 31 Münzen. Empfindlichkeit fühlt sich auch gut an. Läuft. Nicht mehr weit. Gleich davon. Ich mach mal Submodus raus. Wir probieren mal eine Zeit lang ohne Submodus. Ich mag es halt, wenn der Chat schön schnell ist. Halten Sie ruhig. Mal ausprobieren den Aal. Kumpel hat mir gerade eine sehr schlechte Nachricht geschrieben. Und zwar gibt es in Hogwarts einfach 603 Collectibles. Oh. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Chat, nur dass ihr Bescheid wisst, ich kann es schon spielen, weil ich halt einen Presse-Key bekommen habe, ne? Da geht auch natürlich ein Bussi-Maschinengewehr raus an die Spielehersteller, dass man hier als Streamer früher streamen kann schon. Morgen ist ja Release für die
Deluxe Edition am 10. erst offizieller Release. So, die Minikarte zeigt dann die Umgebung, mit der du in der Mitte. Ja, aktuelles Ziel. Mit, ja, ah. Habe ich ja vorhin schon aufgemacht. Okay, ein kleiner sieht immer besser aus. Ich habe die Mission schon gespielt beim Event. Es wurde dann aber rausgecuttet. Deshalb habt ihr das dann nicht gesehen bei dem Video, was ich abgespielt habe. Hier irgendwo gab es nämlich Loot. Ja, genau, ab 0 Uhr. Untersuchen. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Ja, habe ich schon gesehen, Monkey. Ich habe mich drum gekümmert. Nervig, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Professor, es ist eine Art Wand. Hör, er schiebt mich. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Kommt aus diesen Dingen was raus? Hoffentlich nicht. Sonst muss ich immer die alle kaputt schießen für Loot. Besser ist, wenn da nichts drin ist. Die 24% Rabatt bei Instant Gaming werden auch noch nach dem Release aktiv sein, ja. Klar. Aber halt, die Keys sind meistens etwas limitiert. Also wenn da jetzt so geil, richtig geisteskrank viele Leute reinshoppen, kann sein, es gibt keine Keys mehr. Also ich würde jetzt nicht zu lange warten, ne? Ich kann da nicht versprechen, dass verzauberte Kristallstein genug Keys wieder für alle da sind. Das könnte er bloß blockieren. Was ist das? Professor Fig? Das ist geil. Wo bleibt der Professor? Da kommt er angesprintet. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Namen. Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Okay, wieder Submod. I'm sorry. Besser ist. Unmöglich. Einen Moment. Ich habe die Kobolde, habe ich so ein bisschen als verschlagen in Erinnerung aus den Filmen. Aber man kann ihnen vertrauen, wenn es um Banken und so geht. Weil das nehmen sie sehr ernst. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Alleine diese Verliese finde ich so eine geile Erfindung von der Harry Potter Welt. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte.
Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Man könnte das einfach überspringen. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beides könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut. Kennen wir auch aus den Büchern und Filmen. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Oh. Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Wir spielen kein Harry Potter Game, Chat. Ne? Verlies Nummer... Wir bewegen uns nur in der Welt. 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Der sieht gefährlich aus. Genau, und das Spiel, Chat. Das Spiel spielt ungefähr 100 Jahre vor Harry Potter. Also... Manche Sachen... Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Stecken noch in den Kinderschuhen. Das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Am Ende ist man der Opa von Harry. Kann alles sein. Da sind wir. Oh, die Musik. Oh mein Gott. Geil. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Ha! Das hier eine Kiste, das wusste ich noch. Ah! Schmutz! Dauert es bis jetzt richtig gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aha. 22 Münzelis. Ich muss gucken, dass ich die Cam vielleicht oben links platziere, weil oben rechts scheint der Loot-Feed zu sein. Das seht ihr dann nicht. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Lenken? Muss ich lenken mit dem Stick? Ach, ich muss L festhalten. Ah ja, okay. Das verstehe ich nicht. Halte da mit L fest. Ich halte ihn doch fest. Oder muss ich X gedrückt halten? Ich muss nach vorne gedrückt halten. Ja, ich habe das auch schon beim Anspiel-Event verkackt. Ich muss lenken, oder? Hilfe! Flucht! Ah! Okay. Macht kein Auge, Chat.
Es ist noch kein Meistermagier vom Himmel gefallen. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Säbel, wenn du mich noch einmal Muggel nennst, dann ziehe ich dir den Stein vom Name ab. Der Zauber, ne, wird so nützlich sein in der Open World. First try. Magic. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Eigentlich Muggel und Schlammblut, voll die geisteskranken Wörter auch, ne? Wenn man die auf unsere Zeit, auf unsere Zeit, oh mein Gott, geil. Oh mein Gott. Das ist kein normales Verlies. Die Belichtung sieht krass aus. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Krass. Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Wie gut die Games schon aussehen. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Die Performance ist top, Chat. Keine Frame-Einbrüche oder so. Sowieso das, was ich gehört habe, die PC-Version soll hier und da einen Schluck aufhaben. Aber die Konsolenversionen sollen 1A laufen. Besser ist es auch. Oh mein Gott, es wird so reingepottert. Ikonimo. Was ist es? Potter. Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Angst! Potter! Mashallah. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Jetzt übrigens, Chat, sind wir für mich auch blind, ne? Wir sind also bei dem Anspiel-Event, wo ich war, sind wir in das Verlies rein, haben den Zauber, den ich gerade gemacht habe, gelernt. Aber jetzt ist es für mich blind. Ab hier weiß ich auch nichts mehr. So, nochmal hier. Diesmal wissen wir ja, wie es geht. Zack. Du hast den Lichtzauber Lumos erworben. Das ist einfach so geil, die ganzen Zauber, Bruder. Man kennt sie alle, ne? Wahnsinn. Der automatisch dein Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du im dunklen Bereichen besser sehen kannst. Das ist ja super sachliches. Halte R2 gedrückt und tippe auf Dreieck, um Lumos zu wirken oder zu löschen. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Oh! Achtung! Protego! Ah, jetzt lernt man das Kampfsystem. Accio! Descendo! Levioso! Boah, der Professor haut einen auf Kacke, ey. Ich habe halt noch gar keine Spells, außer den normalen Auto-Attack. Protego! Expulso! Defenso!
schwere Angriffe ab. Ja, moin, ich tue die ganze Zeit nur draufhauen. Schlag mich nochmal. Das ist quasi das Klavier. Schlag mich. Was? Kommen Sie! Aber Parry auf Dreieck, das wird mich noch verwirren, Chat. Rollen ist immerhin auf Kreis. Aber, oh mein Gott, Parry ist ja eigentlich immer auf L1. Lumos! Professor! Professor Fick! Professor, wo aber sind Sie? Dreieck, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Chat, ihr mit eurem Rumgetauern. Was passiert Chat. Hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Gut, da suchen wir mal. Okay. Lumos. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Sind die alle jetzt richtig gedreht? Muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ah, die müssen aufstehen. Mhm. Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Oh mein Gott. Hat er gerade einen Stupor rausgehauen? Ein Stupor, Mupor? Gib mir mal EP! Halte gedrückt. Halte Portier gedrückt. Betäube Gegner nehmen extra Schaden, die durch die angezeigt werden. Halte Dreieck während Protego gedrückt. Okay. Protego! Ah, wenn ich einen perfekten Parry macht, kann ich danach direkt Stupor Schmupor machen. Okay. Das war zu langsam. Oh, nee. Oh. Das muss, also das, dass es Dreieck ist, ist wirklich dummer Wurf. Als Konter sage ich, wie es ist. Mir noch den ein oder anderen Schlag kosten. Ah, man gewöhnt sich da wahrscheinlich dran. Geil. Also bis jetzt geiles Kampfsystem. Was wir weg wollten, Basiszauber zu zerstören. Das Zaubern ist schon sehr geil, oder Chat? Das Zaubern ist schon sehr geil. Ich bin gleich tot. Viel zu laut. Was? Mach wieder ein bisschen leiser. Aber bei mir war es auch gerade sehr laut. Darkness. Lumos.
L3 drücken, um zu sprinten. Das ist einfach bei diesem Anspiel-Event-Chat, haben die uns in das Kampfsystem entlassen, ohne dass man so ein Tutorial vorher hatte. Deshalb sah das auch bei dem Gameplay-Material, was ich euch dann im Stream gezeigt habe, so Banane aus bei mir. Da war man halt völlig lost. Oh mein Gott, ist das geil! Ich liebe es, Gamer zu sein! Imagine, du bist kein Gamer! Imagine! Hallo? Oh. Warum gibt's sowas nicht in echt? Ich wäre gern entweder in der Witcher-Welt oder in der Welt hier. Ein bisschen reinzaubern, Mimaubern. Imagine, du machst einmal den hier, wusch, und dein ganzes Zimmer ist aufgeräumt. Ha! Oder du machst einmal, zack, Bart ist gestutzt. Ah, das Leben wäre so schön. Und imagine, du bist dann einfach ein Muggelschmuggel. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Aha! Um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Bestimmt kann man auch irgendwelche richtig geilen Erinnerungen finden im Laufe des Main Games. Kopf runter. Eigentlich vor 100 Jahren schon Dumbledore gelebt? Wie alt ist Dumbledore in den Harry Potter Spielen? Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Ich find's gut, dass die Namen immer dabei stehen. Wir haben alles getan. Ein paar schreiben, zur Zeit von Hogwarts Legacy war Dumbledore 9 Jahre alt und mit 11 wird er eingeschult. Das sehen Sie also. Das leuchtet. Wäre doch geil, wenn man so den Young Dumbledore trifft und ihm die Hand schüttelt. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Der sieht aus wie ein Ork. Mein Ruf scheint mir voraus zu Wie klein der ist. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen.
Ich habe keine Geduld für Verräter. Er ist kein Verräter. Nun. Er nimmt seinen Kodex ernst. Wo waren wir? Boah, den aufknüpfen. Ich gebe ihnen gar nichts. Ah, war der Kidab? Tja. Vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. So, auf jeden Fall. Ich will die ganze Zeit was sagen, Chad, aber ich muss meine Backen halten. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Oh, das Game sieht so gut aus. Oh! Oh! Ich hab ein Schnee! Was ein schöner Titelscreen. Liebe! Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Einer der Blacks war mal Schulleiter, Chad? Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gibt nur einen wahren Schulleiter. Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Doch kein Arschloch. Ich melde mich. Ist die Halle nicht eigentlich größer? Aber die Schule ist ja auch
100 Jahre jünger. Wahrscheinlich deutlich weniger Schüler noch. Noch jemand für die Auswahl. Die Halle in den Filmen hat ja... Willkommen. Sie kommen gerade recht. Mehr rein und 4-5 Tische hintereinander oder deutlich, deutlich, deutlich länger. Erzähl uns was. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ja, erkunden natürlich auch, aber Unterricht auch geil. Aber looten beste. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Wähle ein anderes Haus. So, wir haben, liebe Zuschauer, wir haben den Test gemacht vorm Stream. Man kann auf so einer Webseite einen Test machen, welches Haus rauskommt. Da werden deutlich mehr Fragen gestellt, wie die 3-4 jetzt hier. Und da kam raus Ravenclaw. Hätte es diesen Test nicht gegeben, hätte ich mich für Gryffindor entschieden, aus gegebenen Anlass. Wir lesen aber alle Häuser uns mal durch. Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Geil. Hufflepuff, Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Lol. Ravenclaw, Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Bin ich kreativ? Im Beleidigung erfinden. Haus Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Ja. Gryffindor ist eigentlich schon am schönsten. Tapferkeit, Mut und Ehre. Aber wahrscheinlich Gryffindor. Wahrscheinlich wird Gryffindor und Slytherin fast jeder nehmen. Das ist wahrscheinlich so 45-45 Verhältnis und die anderen beiden Häuser haben 5%. Intelligenz, kreativ und Scharfsinn. Ich muss sagen, mir gefällt halt auch der Name des Hauses, Ravenclaw, unglaublich. Wir nehmen das, was der Test ergeben hat und nehmen Ravenclaw. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Haus annehmen. Ui, First Trophy Magic. Schließe dir... Du gehörst nach Ravenclaw. Woo! Auch so ein magischer Augenblick, als Harry nach Gryffindor gekommen ist. Zu Hermine und Ron. Wir haben Harry Potter! Wir haben Harry Potter! Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Schiat. Ruhe!
Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Abfahrt. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo, Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ein Vorfahr der Weasleys. Wusste ich auch nicht in den Filmen oder Büchern, dass Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Geil. Sie müssen ein Rätsel lösen. Oh, nee. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. This is over. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Gott sei Dank löst er das Rätsel. Für uns, Ehrenmann. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Bei den Gryffindors immer das Bild der fetten Dame. Passwort! Immer schlecht gelaunt. Passwort! Direkt in den verbotenen Wald. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Auftrag gestartet. Finde deinen Gemeinschaftsraum. Oh mein Gott, Alter, wir sind einfach da. So, was ich sagen wollte, Chat, wir haben jetzt hier die ganze Zeit Geplapper gehabt. Was mich auch im Harry Potter-Universum so abgeholt hat, war die Magie in der Magie, die noch unerforscht war. Wie das Mysterium rund um die Zauberstäbe. Eine extrem seltene, schwere Form der Magie. Jeder hat einen Zauberstab, kann damit zaubern, aber es gibt manche Zauberstäbe, die passen deutlich mehr zu dir. Deshalb sind ja auch gute Zauberstabmacher so unglaublich wichtig. Und dann, ne, diejenigen, die die Bücher und Filme kennen, dann wie manche Zauberstäbe miteinander verbunden sind und so. Wahnsinn. Und dass es auch Magie gibt ohne Magie, die man wirkt. Manche starke, mächtige Zauberer können ja auch ohne Zauberstab zaubern. Aber das sind eher so Leute wie Dumbledore. Und auch zaubern ohne es zu sagen, auch sehr schwer. Kobolde und so können das deutlich leichter. Die benutzen ja keinen Zauberstab, die können das ja ohne. Aber die Königsdisziplin als Mensch ist es, zu zaubern, ohne das zu sagen. Und natürlich, ne, ganz wenig Leute wie halt einen Dumbledore können überhaupt zaubern ohne Zauberstab. Okay, man kann einfach durchlaufen durch die Türen. Gleich wird's interessant. Oh, nee. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Einfach genial. Ja, das ist auch nicht richtig. Gib mal einen Apple. Er snackt ihn. Ja, moin. Samantha. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine. Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha.
Verwendet man Diptam für den Mega-Power-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Fig vom Mega-Power-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fig ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Wer war nochmal Samantha Wheeler, Chat? Der Name fällt mir ins Ohr, wenn ich an Samantha denke. Ach, Suits. Ach, Twitch-Chat-weise. Stimmt, klar. Samantha Wheeler. In einer der letzten Staffeln. Er weiß eine Menge, davon weiß ich nichts. Er weiß eine Menge. Professor Fig weiß eine Menge über, verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Ist es üblich, dass Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja. Was sagt ihr bis jetzt, Chat? Zu Grafik und so? Professor Garlick unterstützt das sehr. Und ich glaube, Professor Sharp, unser Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Ah, und das halt im Performance-Modus, ne? Und als Open-World-Game. Da muss man ja immer bei der Grafik bisschen Abstriche machen. Ne, bei Schlauch-Level-Design kann man immer grafisch nochmal einen draufsetzen. Darf man mal nicht vergessen. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Einfließen zu lassen. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Nochmal einen Apfel auf den Schrecken. Wüsste gern, ob das mein Leben aufladen würde, wenn ich low wäre. Ich würde mich übrigens freuen, ne? Wir haben ja gerade ein paar neue Zuschauer, ne? Für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich bin tatsächlich ein Streamer, der sehr oft Storygames streamt. Deshalb droppt, wenn ihr Bock habt, sehr gerne ein Follow. Da habt ihr auch kostenlos 5 Emotes dabei. Und wegen Spoilern und auch ein paar NPC-Fragen ist jetzt aktuell Submodus. Eigentlich bin ich ein großer Streamer, der tatsächlich nicht immer Submodus drin hat. Also ganz selten sogar nur. Deshalb droppt auch gerne euren Prime-Sub, wenn ihr jetzt im Prime-Chat bzw. im Sub-Chat schreiben wollt. Aber das ist natürlich optional, wie ihr Bock habt. Kuss. Und danke für die 5 Naschis von Striga. Mimiga. Eine Niepe und eine Bombe. Hallo. Abfahrt. Willst du mal gucken? Fabio, danke auch noch für deine 5 Naschis. Und wenn ihr das Let's Play von A bis Z durchschauen wollt, auf dem Elflix Story Games Kanal. Den saftigen 2K genießen. Dafür ist der Channel da. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Amit! Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Harrison Potter, Digga, du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Danke für die ganzen Subs und Resubs. Professor Schar ist unglaublich bewandert. Schar. Ich finde die Sterne faszinierend. Ich hatte nie viel für die Sternbeobachtung übrig. Da muss ich auch den ehrlichen Boss machen. Erinnert ihr euch noch an das Fach mit diesem Sterndeuten und in die Zukunft schauen, was immer für Schwachsinn gehalten wurde, die ganze Serie über? Aber dann am Ende hat man erfahren, dass diese Prophezeiungen einfach wahr sind. Besonders, wenn jemand die Prophezeiung hört und sie verhindern will, tut er die Prophezeiung einlösen. Das ist ja damals passiert. Geil. Deshalb Film und Buch Nummer 5 mit einer meiner Lieblingsbücher. Wegen dem Ganzen in dem im Zauberministerium rund um diese Prophezeiungen. Unglaublich interessant. Ich fürchte, ich hab's nicht so mit Sternbildern. Hier auf der Erde ist schon genug los. Du solltest wissen, dass alle Fünftklässler Astronomie belegen müssen. Aber nach einer Nacht auf dem Turm wirst du sicher deine Meinung ändern. Ein gutes Teleskop zeigt dir Dinge, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Der ist gut gelaunt, der Bre. Danke für die ganzen frischen Subs, Mann. Danke an alle, die hier gerade den Prime rausschallern. Willkommen an alle neuen Subs. Macht euch im Sub-Chat gemütlich. Ich weise auch nochmal darauf hin, Chat, bei meinem Partner Instant Gaming, Ausrufezeichen IG oder unter dem Stream auf dem Panel klicken. Gibt es Hogwarts für einen Schnapper weniger.
Und über den Link tut ihr mich auch supporten. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Kann ich hier Feuer anmachen? Ne, können wir noch nicht. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit meinen Zauberstab in der Hand? Kann ich den wegmachen? Revelio. Ein Moment. Sieh mal. Alter, der schmeißt einfach mit Bomben. Ich dachte schon gerade, das ist eine Granate. Ich habe eine Stinkbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Nun, was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ja, bei uns damals in meiner Schulzeit hat irgendein Scherzbold auch im Prüfungsraum eine Stinkbombe losgelassen. Und unser Klassenlehrer war so darüber enttäuscht und hat so einen Rage geschoben, dass der Schulleiter angetanzt ist und hat uns dann in dem Stinkeraum trotzdem die Prüfung schreiben lassen. Ja. Das war wirklich alles andere als nice. Danach hat nie wieder so ein Ding jemand gezündet. Das war wirklich eine gute Erziehungsmaßnahme, aber ich glaube, wir haben alle eine Note schlechter geschrieben. Ich freue mich auf den ersten Tag. Eigentlich bin ich leicht nervös. Wir freuen uns natürlich. Ich bin nur froh, dass ich hier bin. Bereit für den Unterricht. Sehr gut. Das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Warte. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls Everett. Die Gespräche schon mal Hallo. Interessanter und besser als Professor in Weasley wartet draußen auf dich. Der neue 5 Horizon. Der wohl herkommt. Und bei uns gab es für jeden Schneeball gab es einmal die Schulordnung abschreiben. Und manche waren dann Guten auf Morgen. 10er Streak Schulordnung Sie schreiben. Für den ersten Tag in Hogwarts? Die kannten die schon ich habe auswendig. Lange von diesem Tag geträumt. Konnten aus dem Kopf das ich schon zu fassen, abschreiben. Dass ich hier bin. Nun, das sind sie. Machen sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. Beides. In Anbetracht Original. Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Oha. Hier lang. Bin da. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Bin so gespannt, wie man jetzt die ganzen Zauber erlernt, die ich schon in dem Untest-Review hatte. Die ganzen Feuerzauber, Schwebezauber, Wegwerfzauber. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Oh, laufen wir jetzt hier ganz nach unten. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet.
Dies zu Ehren des Hauses Ravenclaws geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. 80 MB, schau mal, wie schön das aussieht, oder Chat? Oh mein Gott, allein das hat mich auch im Anspiel-Review so geflasht, wie schön es aussieht, wenn man EP bekommt. Das ist eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet, dein Fortschritt beim wird hier angezeigt. Sammle Handbuchseiten in Hogwarts 1 von 2. Dies ist deine Zauberstufe, die du verdienst, Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Oh, bestimmt gibt es eine Trophy für 100%. Please not miserable. Ach du Scheiße. Erkundung, Aufträge, Kampf, Raum der Wünsche. Uiuiuiui. Jede Herausforderung fasst verschiedene Ränge. Je nach abgeschlossenem Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die vom Erscheinungsbild bis hin zur entscheidenden Verbesserung reichen. Belohnungen müssen eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigestellte Belohnungen einzusammeln. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Machen wir. Ja, wenn es keine verpassbaren Trophys gibt, werde ich halt versuchen, ne? 100% Run, klar. Bloß versuch nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Ich bin doch genau hinter dir. Nicht bummeln. Dieser Vertrauensschüler hat das immer gesagt, ne? In den Filmen. Nicht bummeln. Ey, die läuft aber auch wieder langsam, ne? Was denn? Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Aha. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Ah, Schnellreisesystem. Flohflammen, Schnellreisepunkt. Du kannst die Karte jetzt jederzeit öffnen. Flohflammen zu reisen. Karte öffnen, Touchpad. Oje. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Wähle die Region Große Treppe, um fortzufahren. Aha, grüne Zahn. Graue markierende Stadt, entdeckte Flamme. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den astronomierten Turm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Wähle die Region Bibliotheksanbau aus. Okay. Oh, da muss man erstmal sich dran gewöhnen. Aber eigentlich ein gutes System, würde ich behaupten. Wenn die Map sehr groß ist, kann man halt schnell immer hin und her reisen, ne? Viereck. Ladezeiten der PS5 kicken hoffentlich wieder. Das dauert mir schon wieder viel zu lange. Kapi. Wir eine ziemliche Zeit ersparen. 3 Sekunden! Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Fürchterlich. Alles über 2 Sekunden ist unerträglich für mich. Gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Ist einfach ein Demon's Souls, so krass. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich bin so gespannt auf die Unterrichtsstunden. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Danke, Professor. Erzählen Sie mehr über die Zauberkunst. Wollen wir die Leute mal ein bisschen ausfragen? Schon, oder, Chat? Wir wollen die ganze Story in uns aufsaugen, wie ein Schwamm. Erzählen Sie uns mehr über die Zauberkunst. Das werde ich in Zauberkunst lernen. Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan wird. Ich hab so Bock auf das Spiel. Mögen. Er ist ein schlauer und heilsamer Zauberer. Und ein guter Lehrer.
der geilste Lehrer aller Zeiten war Professor Lupin, so wahr ich hier sitze. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Das habe ich als kleines Kind gar nicht kapiert. Was ist Butterbier? Danke, Professor Weasley. Klang ja mal voll eklig. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, weil ihr gerade das auch schreibt, Chat, die Synchro ist auch 1A. Ja, in der Tat. Das ist nicht der Fall. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso Kalle, danke für den frischen Prime. Willkommen. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Okay, okay, okay. Bis jetzt gerade sehr viel Gerede, aber finde ich gut. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Wir machen wahrscheinlich erstmal den ehrlichen Boss. Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand,
Und bevor Professor Weasley mich wieder auf ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Ja, moin, Instant Gaming ist nicht erreichbar. Zu viele Leute wollen Key kaufen. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Oh nein, oben rechts. Gesammelte Truhen, 0 von 35. Handbuchseiten, eine von 150. Statuen, 0 von 10. Altäre, 0 von 1. Ah, boah. Gesperrt. Okay, Aufträge vom Erledigen der Professoren oder als Auftragsbelohnungen erworben werden. Mhm. Verfolge einen Auftrag mit X, um fortzufahren. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Oh, da unten steht Belohnung, Azio und Levioso. Oh mein Gott, ist das geil! Professor Ronans Unterrichtsraum. Worauf habt ihr zuerst Bock, Chat? Zauberkunst oder Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ich glaube, da gibt es nur eine Meinung. Eins für dunkle Künste, zwei für Zauberkunst. Dunkle Künste oder Zauberkunst? Imagine, man schreibt zwei. Nur Einser. So will ich das auch sehen. Besser ist. Da steht jetzt noch kein Level dran, oder? Wahrscheinlich, weil es die Standardaufträge sind. Auftrag verfolgen. Oh, das ist da, top. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben geil! Einen langen Tag vor sich mit Unterricht, beiseite! Einen Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht. Denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. War auf... Ui, Auftrag abgeschlossen. Willkommen im Hogwarts. Diese Hauptaufträge ab, verzauberter Kompass. 260 EP. Ah, kein Level Up, perfekt. Verzauberter Kompass wirken. Mhm. Oh, wie in Chat. Oh mein Gott, wie er sprintet. Wir sind so ein braver Schüler, Chat. Guck mal, wir haben einen Auftrag und er nimmt sich das Buch unter den Arm und sprintet direkt zum Unterricht. So, irgendwo hier war doch ein Rätsel. Oder? Aha! Wie schön, Sie zu sehen! Oh mein Gott! Wie geil! Revelio! Hallo, kannst du mir was erzählen? Patricks Mix? Ach, Raphael, wieder getimeoutet werden. Gar keinen Bock. Oh, da ist was. Also. Ich meine, da gehören auch Doxy-Eier rein. Aber die würden ja gerinnen. Wir müssen immer diese Schnellreisestation mitnehmen. Hier oben ist was rumgeflogen. Ich glaube, das kann man irgendwie einsammeln mit dem Zaubern. So, enthüllen. Was ist das jetzt hier? Öffnen. 21. Das ist irgendein Rätsel, oder? Oh. Lass uns mal schauen. Kann ich da irgendwas Revelio dran machen? Vielleicht können wir das noch gar nicht nutzen. Ah, ne, hier. Rollen. So. Oh nein, hört mal auf zu leuchten, bitte. Okay, 21. Ich glaube, ich verstehe es. Die Symbole sind Zahlen und alle drei Zahlen zusammen, beziehungsweise Symbole, ergeben eine Gesamtsumme, die steht in der Mitte.
Also, die eine ist die 11. Und was ist das da oben? Irgendein Monster. Und wir haben ein Fragezeichen. Und unten haben wir... Was ist das? Oder was soll das sein? 4 Tentakelmonster. Unten ein, keine Ahnung, Seepferdchen. Ergeben 17. Ein Drache soll es sein. Hydra. Kann man das so schon lösen, Chat? Macht das ein bisschen her. Ja, dann strengt mal eure Zellen an, Chat. Wofür habe ich euch? Spinne hat 8 Beine. Hä? Was hat denn das mit den Beinen zu tun? Das war's mit Platin. Worauf muss man achten? Die Kennzeichen zählen. Kennzeichen? Oben links ist nochmal ein Würfel. Oh. Lel. Und jetzt? Symbol 1 ist gleich 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, der Drache ist eine 3. 3 plus 11 sind 14, 21 minus 14 sind 7. Das heißt, das Fragezeichen muss 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das vierfache Zentakel sein. Gibt's nicht. Nee, geht nicht. Fängt bei 0 an. Ach, eine 0 gibt's auch. 0, 1, 2. Okay, da ist der Drache eine 2. 2 plus 11 sind 13. 21 minus 13 sind 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also Spinne. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Siebzehn gesamt. Dieses komische. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Chat. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, 17. 12. 12 minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist dann Doppelfragezeichen eine 3? 1, 2, 3. Also Drache? Kann das sein? I try. Aber kann ich eigentlich Leben verlieren, wenn ich runterspringe? Oh. So, bitte geh auf. Uiuiuiuiuiui. Okay, danke für die Hilfe, Chat. Purpurroter Zylinder. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in der Region Hogwarts mit grauen Flaggen. Grau-schwarzen Flaggen. Jetzt kennst du. Ich hab so Bock auf das Spiel, Chat. Ich muss gerade mit den Tränen kämpfen, weil ich so Bock habe auf das Spiel.
Oh mein Gott, das ist so geil. Ich bin einfach wie in. Können wir auftreten? Ja, entfluft sie auf der Geschichte. Inventar. Schaut euch mal bitte an. Das habe ich auch schon bei diesem Preview-Event mir gedacht. Wie wunderschön einfach das Menü und alles aussieht. Allein daran habe ich gemerkt, bei dem Spiel wurde so viel Liebe reingesteckt. Schaut mal, wie schön farbenfroh das alles ist und so. Es ist einfach nur wunderschön. Ausrüstung. Ah, jetzt hör aber auf. Keine Eigenschaften. Verteidigung 3. Keine Verbesserung angewandt. Verkaufswert 90 Eugen? Ich bin reich. Kann man den Hut auch ausblenden? Wir haben einfach nichts in den Händen. No hand. Zauberstabgriffe ist noch gesperrt. Halskleidung auch gesperrt. Einen grünen Billo. Umhang. Uniform für Vertrauensschüler mit Weste. So wunderschön. Wir haben Gesundheit 200, Verteidigung 3, Offensive 0. Das, was ApoRed auf dem Konto hat. Verbesserung, das haben wir tatsächlich auch im Preview-Menü noch, Event noch gar nicht gesehen. Also auch wenn der Zylinder uns jetzt hier 3 Verteidigungen gibt, sage ich, wie es ist, ziehe ich aus den Aal. Außer man kann es im Menü, kann man... Oh mein Gott, guck mal, wie schön das aussieht. Oh, ich bin so glücklich. Stufe 1. Ausrüstung. Alleine das Menü ist besser als 70% der Games, die so rauskommen. Sag ich, wie es ist. Much-Games ohne Seele. Ratu. So, machen wir mal weiter hier. Sonst lyncht mich der Chat. Kann ich hier durch einfach gehen? Nee, kann ich nicht. Oh, doch. Ah. Kleines Loading-Gate. Moin! Revelio. Gibt's hier Loot? Hier ist eine Kiste unter uns. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, ja. Hui, was macht der? Das sind die Geister, die überall im Schloss rumfliegen. Gespenster, keine Geister. Oder sind es Geister? Stufe, Schloss auf Stufe 2. Bitte? Wer hat geredet? Hallo? Was bekommen Mods eigentlich für die Arbeit? Keinen Permaban. Ich gönne meinen Mods ab und zu ein bisschen Guthaben. Oh, mach kein Auge. Sieht aus wie eine Rätseltruhe. Oh. Wahrscheinlich kann man alles irgendwie benutzen irgendwann. Rebellion. Mhm. Eine Etage zu viel.